Willkommen zum großen, lang erwarteten Top 100 Battle Runden 2021 Video. Yeah. 114 Menschen haben abgestimmt und ihre Top 100 gewählt. Dann gab es ein kleines Problem, dass ganz viele Runden die gleiche Anzahl an Votes hatten. Deswegen habe ich dann eine Jury aus 4 Leuten einberufen, die alle Runden, die gleich auf waren, nochmal gerankt haben, wodurch sich dann eine, ja, Topliste ergeben hat mit richtigen Plätzen. Diese waren Even, Itchy, Jazzy Player und Cheshire. Vielen Dank an euch. Viel mehr möchte ich gar nicht sagen. Viel Spaß. Herzlich willkommen, ich führe sie nun durch die Grundsatzdiskussion, Grenzen im Battle Rap. Meine Gesprächspartner nennt sich Press F und sind definitiv unter der Altersgrenze. Deshalb verstehen sie keine Redewendung. Jetzt ertest nicht wie die Nacht. Ich glaub nicht den Wald, der frühe Vogel fängt den Wurm-Titten auf dem Tisch. Nein, Vogel, so mein ich das nicht. Rebacks für mein Feedback. Du bist mies, wack. Und du fliegst jetzt. Denn deine Lines sind wirklich für'n Arsch. Ich fliege hoch, Kanto diagonal. Wenn du mich punchst, dann krieg ich meine Tage. Was willst du mir sagen, wär so meine Frage. Zwischen Hip-Hop, Klamotten und Flip-Flop mit Socke. Davor der größte Otto der Gegend. Jetzt ist er witzig, weil er voll komisch redet. Call Pop auf Schwäbisch. Die Fresse wird nicht angezeigt. Sonst wird er angezeigt für Angeln ohne Angelschein. Dass ihr frei rumlauft, ist ein Fehler. Großstädte sind gefährlich, wo ist euer Leder? Sie hat sich entwickelt von einem wichtig zu einem witzig Tour. Boah, ist das cringe. Und für deine heutigen Runden wirklich das perfekte Foreshadowing. Alle in deiner Crew haben irgendwas Besonderes, was für dich Frust ist. Nico dachte sich geil, das will ich auch, jetzt mach ich auf lustig. Du mit umgekehrter Psychologie Zuschauer verarschen und die Maske langsam abziehen, na, gerade wär's doch hässlich. Du bist ein reinlicher Sack voll Knochen. Deine Erscheinung ist hart zum Kotzen. Seh dir was an, Alter. Ich fick dein Teddy in den Arsch! Moment, da ist er schon noch drin, alter Bar. Massenf ist dort im Kindergarten, um dort mit dem Bagger zu spielen und in der Hoffnung, dort ne Freunde zu finden, die dann älter ist als du. Wieso musst du auch erst neulich das Scheißkonto platzen? Jetzt bist du so jung, du kennst nur den neuen SpongeBob-Staffel. Ey, dein Druck in der Stimme beim letzten Part echt zink. Du bist wie Heidi aus den Bergen mit noch weniger Technik. Die Stimme ist brutal, richtig männlich und so. Ich glaub, wir reden gerade von kleinem Schwenning-Syndrom. Ey, yo, überkrasse Stimmgewalt und mega nice Apart. Ey, das Mikrofon kommt an die Schnauze, nicht an den Arsch. Ohne Punkt und Komma riffst du gerne mal schneller. Bis du mit dem Style dann jeden Mehrwert verbringt hast. Deine Zeit hier ist vorbei. Es zählt echt nur Style. Rap seit 3 Jahren gleich. Es klingt, als hättest du bis heute das Ende der ersten Line nie erreicht. Der Style ballert rein, nur verschlägt er dir die Sprache. Die Jury kann bei deiner Textbewertung wieder raten. Ohne Joke, hat schon einen komischen Touch. So Statements über das System, das dich da groß gemacht hat. Ey, was ein peinlicher Shit. Amazon, iTunes sind scheiße. Aber wieso wird dann der Song über die Seiten fertig? Will schon keiner hier blicken. Du bist wie ein Metzger, der mich erst bedient, um mir danach zu raten, auf mein Fleisch zu verzichten. Eigentlich war ich schon fertig, doch ein zweiter Part ist drinne. Was für Würste, ich hab das nicht auf einem Trampolin zu springen. Ziemlich mal, wenn du da schon den Sprung so mies verkackt hast, wie wirst du denn dann den Sprung in diese Viertelrunde schaffen, ha? Im Synchronisieren werdet ihr halt allerhöchstens mal die Waffensounds von Duke Nukem. Bei euch wird jeder Buchstabierwettbewerb zwangsweise zum School-Shooting. Ey, was ihr zwei gerade macht, das Ding ist geil, das fuck nur. Jede Runde gleich mit schlechten Parts, vor der ersten Hoch schaltet jeder. 8:38 Uhr. Ihr redet seit Stunden in deiner Straße, dein Kameramann denkt sich gerade, ach scheiße, man, meine Arme, dass ich mitmach bei so einem Unsinn, der performt eine Minute und denkt sich erstmal wieder umziehen. Über viele Outfits sind er nicht so geil in Runde, dafür kriegst du kleine Shopping-Linie, leider keine Punkte, aber ich bald schon ein Koller bei deinem fleißigen Gekatte, wer hat denn den Zappel Philipp in den Schneideraum gelassen? Weißt du, was peinlich ist? Ort zitiert dich, weswegen er von dir eine Zeile kickt und du rufst, hey, der benutzt denselben Reim wie ich. Du das Konzept von Zitaten noch nicht begreifst, wenn man dich fragt, ob du dumm bist, sag jetzt wohl einen Copyright-Strike. Du sagst, du machst den Song, dass es andere Leute schlimmer haben. Ob du dumm bist,
bist, muss ich dich wohl nicht mehr fragen. Junge, du heulst und guckst abgefuckt, enttäuscht in die Kamera, als ob dich da gerade dein bester Freund hintergangen hat. Ja, jeder macht dich mies, ey, doch der Nächste hat dich lieb. Du weißt nicht, was du fühlst, was du Money, du bist eh, du hab Money. Du hast mich so gefeiert bei der JCC, aber plötzlich kommt in den Comments Hatings die ganze Zeit mit so Dings in dem Talk, die alles, was gerade gehypt wird, als Pop ansehen. Glaubst du wirklich, deine Double Times sind dope? Ich glaub, du bist der Anton aus Triol. Und wieso frontest du doch das, was du selber gerne machst? Bringst du mal kein Double Time, dann bringst du Doppelmoral. Alter, ich komme nicht klar. Da kommt dieser Trottel sogar mit Taliban-Lines, um am Ende zu sagen, dass alles ja nur bisschen Comedy war. Ohne Probleme liegt Flo den Kindern da, wie sie zu leben haben. Keine Schwäche zeigen, immer weiter, einfach ohne Gnade. Deine Rap-Dings-Crew sind nur Namen auf einer Liste, deren Zweck darin besteht, möglichst lang werden zu müssen. Mit jedem Vollidiot, der mal ein Mikrofon gesehen hat, aus dem Großraum Münster plus minus 200 Kilometer. Euer Crew-Konzert setzt auf den Cheerleader-Effekt und zumindest in dieser Hinsicht ergänzt ihr euch perfekt. Das ist das Mixing fürchterlich und dann der Rest auch scheiße. Denken Leute vielleicht bei mir, dass ich gute Texte schreibe. Mein Ansatz ist auch nicht mal kacke. Nur ist dein Gesamtpaket bei der Lieferung 44 mal hingefallen. Hey, yo, fick nicht mit uns, jetzt ersieben dich und das Ego aus. Ey, yo, sing deine Hooks, aber ich spiele nun das Lied vom Tod. Dann bin ich noch für Challenges gemacht. Zachary, was hast du dir mit Tim bei deinem Text gedacht? Ich steck noch im Tutorial, was für eine fiese Leine. Immerhin sind da die Gegner ja bekannt für ihre Schwierigkeit. Und was für Dark Souls Edition, da komm ich mir verarscht vor. Bis höchstens das schwerste Level im Surgeon Simulator. Du siehst aus wie Sid aus Size Age in Doom. Zeig mir einen, der die Scheiße wirklich freiwillig pumpt. Front des Thesen wegen Roman, doch hast Runden mit nem Gladius. In deinen Augen sind das die Art Features, die man haben muss. Veli, zeig uns bitte nochmal, wie du singst. Gib uns damit die Daily Dose an Crits. Meine Texte sind random K. Ich lauf über meine Tastatur und bin im Halbfinale. Ich hab Softes an der Wand, Ehrensache. Ich mein, guck dir das an, voll des Krieges. Ich kann das alles nicht so fassen. Letzte Runde der Anton aus Triol und jetzt die Kassel-Router Spatzen. Ich komme mal wieder nicht so klar. So ein Video gepaart mit schlechten Texten, dem ihr sagt, du hast das Meme in deinem Namen. Zu dem P für den Rap-Skill bekannt gegen du bist nicht weiß, ey, dann stech ich dich ab. Scheiße, deine Meinung ist radikal. Zeig ich dir ein Oprah-Foto, kriegst du einen Schlaganfall. Ich muss du mal Trottel, die Massi auf Mutterficker des Jahres. Doch im Clip performt die Jungfrau der Woche. Oh boy. Für einen guten Clip bist du so dumm, ey, du Hampelmann, bist nichts ohne die Leute um dich rum. Ja, ja. Alle deine Runden sind so weird, jeder Stimmeinsatz von dir klingt wie Zufall generiert. Straßenpenner, mir egal, welche Filme du mit deinem Flow schiebst. Doch ich bin kein Color Grader, nur weil du seit der Paarung mit mir nur noch rot siehst. Ich bin so nett und der Wahnsinn, sing dir in Runden sogar ne Ballade. Und weil ich so nett bin, mach ich für dich sogar noch jeden Gegner nach dem Achtelfinale. Echt na toll in der Crew, wär schon fast nicht peinlich im Vergleich zu dem Design in jeder Runde von euch ist, dass ich glaube, ihr wollt uns mitteilen, dass ihr euch selber nur für nen Witz haltet. Wenn Jona singt, versteht man höchstens die Hälfte. Wenn man ehrlich ist, dann ist es eigentlich besser so. Und komm mir bloß nicht mit genießen. Dein Körperbau lässt mich auf dicke Schokopizzen schließen. Und dazu noch ein paar Fritten und ne Haxe am Spieß. Was für Juicy Joe, Dicker, du bist nicht saftig, du triebst. Du hast Gelenke wie ne Oma. Ich sag, ich boxe dich zu breit, du kriegst Kohldampf. Gehen in ihrem Leben im Durchschnitt 43.252,5 mal scheißen. Aber nicht hier, denn ihr seid tot, yeah. Apropos Scheiße, Zachary, du bleibst immer gleich. Das ist keine Steigerung, deine Leistung, die rotiert für die Kreisigung. Und du klingst auch so. Zachary, der battelt wieder seine eigene Stimme statt zu rappen hier. Kompensiert mit Gaming Bars, sheesh. Ich sag's dir mal in deiner Sprache, Mann, du babbelst scheiße wie eine Silbernami. Bei Metacritics, lass uns mal einen Angriff, Mann. Ihr habt so viel gerissen, dass ihr es da nicht mal aufs Cover schafft. Ich entwickel mich in meinem Spiel nicht wie doof. Tja. In eurem Spiel seid ihr tot. Ja, den Battle Rap zuerst. Peinlich zu glauben, dass das ein Spiel ist. Nein. Ohne Scheiß, das war nicht euer bestes Lied. Ihr kommt mit dem Todesline. Spisa ist dein netter. So wie ihr euch abwechselt, das ist keine Einser-Kombi. Momentum hat die Performance von einem Minecraft-Zombie. Ich weiß, normalerweise habe ich höhere Ziele, aber bei 5 Momentums will ich spätestens den Server griefen. Ja, TNM und ich muss euch Basten schlagen. Nicht mal dein Alki-Vater will ich Kasten haben. Digga, was dein Verständnis von Fitness, Mann? Fuck you. Deine Ausrede dafür, dass du so ein Lauf bist, ist, dass du schon schnell genug fixen kannst. Inside-Job bedeutet Gang, wir halten zueinander. Deine sogenannten Freunde halten meine Kamera. Aura, Aura, hört deine Runde.
Runde und hat direkt keinen Bock. Aura hört meine Runde und macht direkt wieder für mich einen Mic Drop. Smiling, oh, du bist bei dieser Teilnahme draußen. Ich mach das lächelnde Ohr zu nem weinenden Auge. Alleine bist du nichts, bei dir sind andere im Fokus. Für ein Foto von meinem Schwanz braucht man den Panorama-Modus. Alter, gib dir richtig Mühe, Mann, und sing uns eine Hook. Ey, ich flow dich an die Wand, verdammt, und ficke dich kaputt. Keine Line ist krass, deine Eigenschaft ist, dass du voll viele Leute kennst. Du erwähnst sie mal Angriffsflächen, deine Gegner offenbarst aber ständig deine eigenen. Von einem guten Flow bist du noch mal entfernt. Hat dich hab ich begegnet, nicht mal mutet einfach das Nerven. Keine Zahl baut die nächste auf, geordnet ist da nichts mehr, spannend. Sachen an die Wand, in der Hoffnung, dass was trifft, ey. Liebe für Gaudi wird schon fast zur Religion. Was Konvertierung, Mann, die feiern uns auch so. Erst in der Entry, okay, muss ich dir den Ausgang zeigen. Vor 20 Jahren deine Mutter erwartete Kinder. Du kommst raus, sagst, es ist nicht. Der Doktor sagt, es ist behindert. Sag, wie machst du deine Haare, Alter? Das sieht ziemlich doof aus. So, ja, warte, ich zeige es dir. Bisschen Strom aus. Und den nächsten verputzt du nicht so leicht. Du hast uns enttäuscht, du hast uns enttäuscht, du hast uns enttäuscht. Das musikalische Produkt leidet an Ecken und Kanten. Man könnte jedem deiner Tracks das gleiche Label verpassen. Es wäre egal, sogar wenn du dich das schminkst, du dein Konzept hast. Man nimmt dich nicht ernst, doch die Szenen waren gut. Versuch es nochmal mit ein wenig mehr Blut. Der Ziegenmann wird vom Turnier verbannt. Wenn eine Spur von dir bleibt, dann ein Urheberstrike. Ziegenmann, dein Image ist zum Heulen. Wir sind wie Lilla Sex, denn wir killen hier den Teufel. Pass auf, Freunde außerhalb der Bubble. Nette Umschreibung, für mich kann keiner leiden. Aber draußen ist das anders, ey, was laberst du, Freak? Welcher sozial integrierter Mensch verliert Respekt vor Würde und Totenruhe nach ein paar Litern Bier? Ha? Erzähl's mir mal, du Bastard. Andere haben schon mal gefickt, du hingegen hast mein Track über Among Us angeklickt. In YBT hast du von mir schon mal eine eindeutige Abreibung gekriegt. Nico, du weißt es am besten, ey, ich hab schon mal gefickt. Es tut mir ja auch leid, dass ich immer gut gelaunt bin und positiv durchs Leben gehe. Und es tut mir leid, dass es dir nicht gut geht, Zepter. Wenn du willst, können wir gern reden über diese ganzen Themen. Doch im Battle dein Koma rauslassen ist nicht gerade die beste Idee, Zepter. Kein Bock auf den Hate-Train, wenn ich dich fetche. Mach 4SK, sprich mit deinem Cat-Name. Aus einer Selbstironie wird hier Self-Hate. Solltest dein Face sehen, wenn der Shit wechselt, du Pitt. Was ein Freilos, wieso bringt dir jeder Zweite diese Plastik-Scheiße? Ich hoffe, ihr seid erst zufrieden, wenn ihr alle gleich noch. Keiner von euch bis und hat ne eigene fucking Meinung. Du bist fett und hässlich. Du Harald Welzer hast mich durchblickt. Ich will nur, dass man mich wichtig nimmt. Und diesen Tulli. Aber ich muss dir eins erlassen. Die Präsentation über mich hast du immerhin freigesprochen. Goddamn, und ich schreibe, bin ein Freundebuch. Du fragst gar nicht, das ist meine Runde zu. Ey, als Allmann wärst du mega stark, als Rapper eher weniger. Du taugst mehr für nen Rewe-Markt. Bye, bye, Bitch, bis zum nächsten Jahr. Auch mit zwei Runden kann man uns im Battle nicht besiegen. Ja, ihr textet für den Sieg, doch werdet letztendlich verlieren. R-R-R am Shooten, der seht doch Böller am Shooten. Bis ihr blutet, denn mehr bist du nicht von Gutes. Ist auch der Kopf frei, um die Cap rückwärts aufzusetzen. Doch ne Dreiviertelhose rocken, um die scheiß Schoner zu verdecken. Und Mensch, die Beine haben Reißverschluss, das sind zwei Hosen in einer. Moin, das ist ja mega praktisch, Mann, mein Vater hat die gleiche. Und hier bestätigt alles, was wir schreiben. Wir haben's schon erwähnt, ey, ihr müsst uns nichts beweisen. Und Akku merkt beim Dreh, joa, die Runde wird nicht fett. Naja, im schlimmsten Fall hat wenigstens die Currywurst geschmeckt. Herzlichen Glückwunsch, du Prophetik, das und Texte ist so ein Quatsch. Red nicht von selbst, wenn du denkst, das wäre ein Front gewesen. Gute Karten hast du Prophet nur beim Tarotblatt legen. Junge, was nehme ich bei dir mit? Die ersten acht Bars in deinen Songs haben immer keinen Disser, Junge, laber mich nicht voll. Glaubst du echt, die Leute denken bei dir Trottel, das wäre dope? Du hast keinen abgespaceden Anzug, doch lebst trotzdem hinterm Mond. Jetzt nicht jucken, Schatten kissen, alter lustige Taktik. Heißt, ich muss mich nur kotzen, Licht anmachen und dich dann abziehen. Akujo macht dir betrunken, ein Feed wacht um Mitternacht auf. Ruf, du bin ich hier gelandet, kattet mich bitte da raus. Weg. Du bist bisschen homo, ja, dann halt ich mich beim Arsch, ficker den Baum in deiner Mütze fest. Knocke den Lappen, die Cops und Beamten finden eine Masse aus Gedärmen auf der Octagon-Matte. Geh du ohne Rauch davon, dein letzter Verbleib ist ein Totenschein. Die Beamten stürmen rein, denn das Octagon ist es hart, was sie da sehen. Und ein junger Polizist muss sich am Tatort übergeben. Die Sound auf dein Style ist von einem Messi abgeklatscht. Wenn man dich am Nacken packt, sagst du: Hallo Schatz, Wäsche ist gemacht. Ich hoffe, dein Date war heute klasse. Ich würd rappen, wenn ich darf.
aber dann im Battle Pass der Chef. Und verwechselst mich dann ständig, das ist echt nicht gerade fett. Das war ich selbst nicht mal, doch denk halt, was du willst. Wegen mir verkippe ich Bier und du verschwendest dein Talent. Meine Arten tragen mir nen Klappstuhl auf für Lichtung. Deine lassen dich auf einem Müllcontainer stehen. Guck mal, ich chill hier grad bequem, dass dir dein Image nicht so liegt, ist dir bewusst. Aber nach paar Pilz ist das okay. Du noch ein Starterpack, du willst mich doch verarschen. Du hörst noch mehr tote Memes, du reißt als Jugendwort des Jahres. Draußen drehen ist tryhard, wichtig und richtig. Ich mein, beim Öffnen meiner Tür kam ich ja richtig ins Schwitzen. Ich glaub, du fühlst dein Apartment zu doll. Du hockst am Fenster und brüllst Passanten an, dass sie nicht mehr tryharden sollen. Du führst ne offene Beziehung, yeah. Freundlicher Begriff, für deine Freundin bist gefickt. Während du am Heulen bist und blickst, ja sie wischt. Vor dem Einkommen noch was wechsel von der Oberlippe. Deine einzige Affäre trägt Leder und dein Sofa-Ritze. Wurde geknechtet, oder denkst, das hat sich hart gelohnt. Doch seit dem Ende von Celoki CTV bist du jetzt leider arbeitslos. Amigos Kopf ist fake, tut mir leid, aber er ist einfach unerreicht. Amigos Kopf ist fake, ohne Scheiß, sein Wasserkopf ist leider nicht so. Amigos Kopf ist fake, tut mir leid, aber er ist einfach unerreicht. Amigos Kopf ist fake, ohne Scheiß, sein Wasserkopf ist leider nicht so. Sobald du einen Raum betrittst, bleibst du stehen. Du fragst deine Mitspieler nach einem Verdächtigen, einer Waffe und dem Raum, in dem du gerade stehst. Zum Beispiel war es Gloria mit dem Seil in der Garage. Und bei dir reicht es schon als Pointe. Ich geh Glückskekse essen und ich lese dir den Spruch vor. Asiaten haben kleine Pimmel, nutze Bitch, ja. Ich bin nach wie vor der Meinung, du bist richtig mies. Gleicher Flow, gleicher Text, aber anderer Dino-Beat. Sneaker, so vor der Marke Dr. Seuss. Bei deinem Treter mit der Dress wohl mehr zum Blues. Gade. Joey nusselt leidenschaftlich ein paar Wörter in den Takt. Und ich denk, fuck, die wollen da ein drittes Terminal aufmachen? Die sind crazy. Du rappst langweilig, doch dafür auch nicht gut. Es gibt Steine auf der Welt, die haben mehr Charisma als du. Apropos, wir machen auch ernst gemeint Schlager. Gut, dass du von deinen kognitiven Stärken weißt. Und nur für dich, Johnny, alles bis jetzt war ernst gemeint. Hiernach bist du aufgeschmissen. Wenn du ein Feature auf dem Track hast, wird dein Part im Reupload, als wäre rausgeschnitten. Ups, alles Bitches hier, ey, das ist nicht gespielt. Würde ich sagen, was ich denke, wäre ich disqualifiziert. Damit ist alles gesagt. Du frontest, dass ich Anspruch an die Lyrics habe. Danke, du Spaß. Ich hab dir doch von Anfang an gesagt, ey yo, das Battle findet statt. Und du so, nein, Mann, unser Unterschied ist safe doch nicht so krass. Alter, dein Selbstbild ist ja krank. Ich wusste, dass er nicht einreicht, doch ich hatte legit im Battle gegen Never selbst mehr Angst. Ey yo, was denkst du, wer du bist aus deinen Battles? Nehm ich mit, dass du wie ein Opfer da im Anzug stehst. Mehr gibt es da nicht. Keiner denkt sich, ja, Mann, das kommt super und voll abgespaced. Man fragt sich einfach nur, warum der Hurensohn einen Anzug trägt. In der Rückrunde schon wieder, ey yo, spannend zu sehen. So wie der Texas hast du dir doch safe im anderen gedreht. Hat man Bock auf was Normales und nix Spannendes zu gucken? Schaut man in der Battle Bubble gern vom Wandelbass paar Runden, ey. Du sitzt seit der Paarung angespannt in deinem Zimmer. Nervös wie Sau, schon fast am Heulen, alles ist am Flimmern. Du sammelst die Ideen und plötzlich hast du was im Sinn. Zückst den Stift und dein Notizblock, frag nicht alles so wie immer. Trotzdem Cash, Fame, Frauen und Stage-Diving. Dann komm ich und mach dein 8-Mile-Film zum Flatline-Bild. Kill dich ohne Wimpern, zucken so zu Part, denn ich bin die Wannabe, ein Schritt voraus, Choreograf. Dich hat keiner vermissen. Ich werd zwar nicht den Trick verraten, doch man muss kein Magier sein, damit man checkt, wie ich das... Echo deine Runden fronten immer auf dieselbe Art. Fick auf deine Wohnung, du verlässt dich mal den Tellerrand. Heika recycelt im Viertel ganze Runden, wie billig. Der Typ klaut dir einfach mal so dein Gimmick. Oh boy. Echo, ich hol mir den Sieg. Denk nicht, dass dasselbe Pattern gegen mich noch funktioniert, boy. 100.000 Referenzen tragen die Pointen. Echo, du schreibst hier nur einen Lückentext voller Meme-Vorlagen. Du rennst rum, als wärst du obdachlos. Dein Name passt denn bei den Schuhen, denkt man, wow. Nicht, dass du dir was verhängst, Mensch, ich zieh die vierte Pulle durch, Björn ist die Segel. Doch der Brecher ist nicht auf Kuschelkurs. Laser, du kriegst auf Fraser, du kleiner Private Investigator. Du bist ein Armleaker, aber ich mach mal chillig, ich kenn auch deinen Marker, du bist jetzt Appelfit. Kompletteste Rapper, ich krieg nen Würgereiz. Erwirrt man das, indem man zu seinem Punches ne Erklärung in die Lyrics schreibt? Ey, oh Zachary, was willst du uns erzählen? An der Runde schreibst du mittlerweile ewig, ist schon ziemlich offensichtlich. Wen willst du verarschen? Denn im ersten Part war Eduard dick, im dritten ist er mager, Alter, wow.
Söder kommt dann und sagt, Bruder, gib Faust. Und hat danach ein blutiges Maul. Ey, du steigst paar Lines aus deinem Blatt, weil du zu viele Highlights hast. Die Zeile, dass ich Kühe fick, hat's leider nicht mehr reingeschafft. Ab, brauchte dir nur die Losung zu schicken. Und du hast in die Hosen geschissen, wie Vocal Official. Links nach dem Großteil, dann wärst du schon zweimal geflogen. Und weil du so ein langweiliger Klon bist, will mein Ghostwriter mehr Kohle. Ich hab Freunde, auch wenn ich den Rechner ausgeschaltet habe. Was will Johnny hier eigentlich? Junge, fick dich, Kid, ey. Ich geb euch ein 100er, wenn John die Hook macht und sie nicht beschissen. Und ihr seid Johnny West of Flow, die zwei Trottel in Person. Ihr kleinen Wichser, macht doch Retalk, weil ihr habt nichts zu verlieren. Und da ist noch einen Dreck, wenn man aussieht wie ein Keck und das Gesicht mit einer Maske zu kaschieren, ja, yeah, yeah. Aber ey, cooler Gaming-Sessel, sogar mit Rückenpolster. Man merkt, du lebst das Leben eines wilden Rockstars. Du auf die Kacke haust, voll ein Autotune-Effekt. Wenn ich auf die Kacke hau, hab ich die Fäuste voller Caps. Ey, die Paarung ist schon fies, das ist wie Monopoly. Von Anfang an war allen klar, dass du bei diesem loskassiert umdrehst. Sagst du Roman, du seist für ihn Schrödingers Fratze. Halt die Klappe, guck dich an, Mann, du bist Schrödingers Kasten. Alter, du stehst in nem Ring und das vor Hunderten von Leuten. Fragst im Boxkampf deinen Gegner, warum nimmst du denn die Fäuste? Setz den Kasten auf, damit's vielleicht als Maske nicht so Standard wirkt. Du kennst keine Schwimmbäder, nein, du tauchst im Altpapier. Was du machst, ist grad so grundsolide, du Spaß. Mach ich den Kasten platt, bleibt nur ein unbeschriebenes Blatt. Okay, aber nichts, was er packt. Bei euch bei uns nicht der Kauf, nein, man nickt euch nur ab. Ey, prob ich euch einmal, dann sind diese Runden nicht hochwertig, sondern für meine Fratze Kiefermuskulationstraining. Ey, ihr Beat-Junkie, Rato Beat schreibt in Arial Black Schriftgröße 11, dass ihr besonders seid. You will make it a bunch of the top guy. Like everything you wanted, that is so dry. Spiel denselben Song nochmal. Darf das Wecken aus dem Winterschlaf jetzt ausbaden. Vorgeh kurz, ich so bei seinem Kinderarzt im Schlauchmagen. Körperfettrekord, gehst da paar Punches zu Boden. Lass aber schreib nicht deine Fressung, sondern Nahrungsrationen. Was, 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 Junge, was? Komm mal ran, jetzt gib uns Schläge auf den Takt. Aha, du bist dick und peinlich, aber es wird noch besser. Du bist die Art Mensch mit einem ungenutzten Partykeller. Baut aus ein Studio, er wär sicherlich wichtig. Doch keines zum Recorden, Dicker, sondern eins für Fitness. Was hast du eigenes? Erzähl mal bitte auf. Es zählt leider nicht, dass du viel Jägermeister kaufst. Ich finde, der Versuch doch offensichtlich nur ein Super Saiyajin zu werden. Dein Argument ist es, dich bei dem Argumentieren immer lauter zu drehen. Power Move, ey, klingt für mich nach Respektieren, keine Autorität. Fresh moves, what the dog doing, yeah. Ich regel One Battle, du so den Verkehr. Du machst nicht High Shit, weil du Schluchtenscheißer bist, sondern weil du aufgrund deines exzessiven Cannabiskonsums entzunehmende Einschränkungen bezüglich deiner kognitiven Fähigkeiten aufweist. Wir machen uns Sorgen um dich. Swish, swish, deine Bars können Odare weg. Fritz, geh keinen Punch und ist angestrengt. Glückwunsch, mein Kleiner, dass du hier noch mit dabei bist, dabei. Mit jeder Zeile nimmst du nur an aufs Scheitern, naja. Aber ehrlich, Dave, du verschwendest ganz schön Zeit. Die Qualis sind längst offen für Royal Punch, dein Staffel 3. Dave, kein Charakter und kein eigener Sound. Und nein, ey, yeah, für jeder Runde reicht er leider nicht aus. Ich hätte einen Gegner fürs Finale und kein Kleinkind gebraucht. Aber jetzt stehst du hier, final, sie geht da gleich mal aufs Haus. Konter-Scheiß-Lines schlecht, ja, ich reich schon den Sinn. Du sagst das nur, um selbst Scheiß-Lines über den Kasten zu bringen. Sechs Gegner, rutscht alles Sinn von guten Punches, kannst du träumen. Cool klingt aus Kasten, cool klingt ähnlich, und ey, was soll das bedeuten? Cause all the things you said, they don't make any sense, don't make any sense. Dass du mit Tauchen-Lines ankommst, ist halt leider kein Wunder. Du kennst dich aus dem Wasser, gehst ja von alleine schon unter. Es ist 17 Uhr und Rest-Talk ist stramm aus den Federn, um damit halb geschlossenen Augen seinen Part aufzunehmen. Ey, wenn du Piss an einem Park gehst, ist sicher ist gar nix. Flow und Stimmansatz schreien quasi, ich bin verkatert. Dann wird ab und zu gegluckst, deine Fans oder der Stil. Du klingst dann einfach so, wie dein letzter Gegner hieß. Aber ey, no front, was du schreibst, ist halt so schwachsinnig. Sowas zu recorden, ja, den Mut muss man sich an. Du willst du? Pixar, lass mich durch, ich brauch Geld. Du warst jetzt lustig, als man wusste, dass dein Ernst ist. Denkst, ja, yeah. Du hättest Mucke definiert. Doch kreierst die längsten 1,30 Runden des Turniers. Um zu überzeugen, braucht man Argumente. Also check ich nicht, wieso du so überzeugt von dir selbst bist. Laufen, kiffen, Pausen, rauchen, kiffen. Wenn es hart auf hart kommt, dann ist no more kiffen. Letzte Runde drehst du komplett bekifft auf nem Park auf deinen Clip. Und treffst, dass du durch Leute fährst wie der heilige Geist, ey. Wahnvorstellung kickt, oh. Oh boy, jede Line da Move in deinen Runden kommt nicht so gut. Heute nicht so kalt für dein Flug. Denk nicht, dass du mich packst. Du
willst nicht betteln, du willst nur was für dein Selbstbewusstsein tun. Oder bist du zufrieden mit der Ausstrahlung von nichts und dem Anspruch an dein Leben? Aller Hauptsache ist witzig. Auf deiner Hose steht Fuck the Rules. Du denkst wohl, das ist lässig, aber das ist hässlich. Ein ekelhaftes Kostüm für einen ekelhaften Freak. So ein Fetzen macht selbst Altkleidercontainer aggressiv. Dachtest, deine Demaskierung wäre ne miese Idee? War sie auch, Mann, du siehst aus wie Gary Washington mit 15. Eddie hat bei Ladies so extrem wenig Gamer. Mit der Thrombose strömt für Tragen, wird's am Sexappeal nix ändern. Ich bin kein Nacke in der Volkswagen-Karre, Raps find ich klasse. Ich so tiefer gelegt und so, nur wenn ich drin fahre. Gibt's dich nach außen als brutales Raub, dir doch sieht man bei dir Himmel Schaum vor dem Mund. Dann ist das nicht deine Wut, sondern der goldene Schuss. Du ein G von der Straße, hast du schon Dealer geschlagen? Die Antwort auf diese Frage, sie lautet nein. Hast du schon Menschen abgezogen oder Gangmember betrogen? Ja, die Antwort auf die Frage lautet nein. Hast du von Schlomassen und Schusswaffen Gebrauch gemacht? Bist du fast draufgegangen, hast jahrelang im Bau verbracht? Bist du ein zielloser Russe, der sich in Spielos verschuldet und überhaupt nicht schaffen kann? Ja! Jeder redet von deiner Steigerung, ey fuck, bist du krass! Keine Frage, Seife, fühl dich angesprochen. Wenn die Rede ist von der Stanley Fotze, Fans sind cool, aber du bist Opfer. Und glaubst ernsthaft dran, dass du erfolgreicher wirst, wenn du dich einschleimst beim Fotzen. Aber hier ist dein Image, stör die Name nicht Programm. Du bist weak, also komm mir nicht so an, als könntest du mich fronten. Mit Sprüchen delivered von YouTube-Konten und Running Gags, die in der Zeit stehen geblieben sind. Ich wette, Seife war ein liebes Kind, aber du hast dich entwickelt zum Battle-Rapper, Pseudo-Hurensohn. Und zum Glück hast du mich, ich brauch nur das Battle, um dich umzupolen. Oh, ey. Weinerliche Stimme ist so Schrott, Mann. Du klingst so, als würdest du in deiner fucking Hinrunde schon kontern. Deine Selbstsicherheit echt zu derbe. Du versinkst so schüchtern in deinen Kleidern. Für einen Moment dachte ich, dass du dies können sprechen, denn du bist so basic. Junge, was geht? Dein Pulli ist gelb, deine Seele ist beige. Du bist da am Teich mit deiner Skimaske am Rappen, ey, du kleiner Elke Pony, nicht, dass die Enten sich erschrecken. Meine Atzen laden nach und starten die Vernichtung. Deine Atzen schleppen dir einen Klappstuhl auf Verlichtung. Also mach mal besser den hier und auf keinen Fall erwachsen. Denn ich mach dich locker lang, du bist mir trotzdem nicht gewachsen. Ich bin zumindest zu high für dich, ja, weil du nicht mal mehr bemerkst, Boy, wie steif du bist. Und weil dir Alkohol konsumieren nicht das gleiche ist, ja, weil mit dem Finger zeigen immer leichter ist. Jeder Zug in deiner Mimik, sag mir nur, Hilfe, mir geht das nicht so gut. Verrat mir bitte, was du Hampelmann da tut. Es ist wie, als wären Action reseziert. Und der Rest, die kann doch flexen, aber nicht besser als wir. Leider ist das, was du rappst, keine Kunst. Junge, nein, das kann weg, das ist Schmutz. Denn jetzt kann er sich nicht auf ein Engel hyper fokussieren. Leider ist das, was du rappst, keine Kunst. Junge, nein, das kann weg, das ist Schmutz. Von eurem Text versteh ich ja mal sowas von nix. Oh, weia, hätte das mal. Und ich Ich wollte dich fragen, schämst du dich nicht bei dem, was du in deinem Parts frontest? Doch durchs Offline-Nehmen hat sich das wohl selber beantwortet. One Battle, YBT, GAB, schreib deine Lines zurück auf. Du findest die bald eh beschissen und nimmst diese Scheiße raus. Zu jeder Teilnahme fürs Offline-Nehmen, wenn er das so will, schickt Eduard Money passende DSGVO-Mail. Das hilft dir nicht zum Win, denk an die Brille, dummes Kind. Deine Aussicht wird nicht besser, wenn du die Runden runternimmst. Bei Rappern, deren Texte ohne Grenzgänge ins Leere gehen, versteh ich's, wenn sie dadurch ihre Existenz gefährdet sehen. Doch du siehst dich schon von der Cancel Culture sanktioniert, wenn ich den OnlyFans-Account von deiner Mom deabonniere. Und du weißt, diese Herdplatte ist für deine kleinen Pfoten zu heiß. Aber du packst drauf, weil du einen guten Grund brauchst, um zu schreien. Du bist kein Rebell, was glaubst du denn noch, was du uns beweist? Junge, mach doch keinen Scheiß, dieser Mann. Ich mein, Alan macht mal wieder abgefuckten Scheiß und Akku. Alan ist ein Lieber und er hat's nicht so gemeint. Ihr passt nicht zusammen, da kommt nichts aus seiner Feder. Da fragt man sich halt ernsthaft, ob wir miteinander reden. Aber vielleicht erwarten wir da zu viel. Alan, ich sag, und klingt ja förmlich schon nach Teamsynergie. Los, doch dafür sind die Finger so hart lang. Du wirst nur gebraucht, wenn man nicht an den Pringles Boden kann. Ja, deshalb gehst du ständig beim Chinesen essen. Edward mit den Stäbchenhänden. Auch Willow weiß beim Mischen, da ist nichts mehr zu retten. Er packt die Spuren ins Programm, rennt es rot, ist fertig. Ihr brabbelt vor euch rum und keiner checkt mehr, was ihr redet. Denn ihr sagt zu Mischa Mastermind, er versteht nur Käse. Wenn ich komm und dein Traum platzt, geh mal lieber Schwänze blasen. Denn der Sieg ist und bleibt mein. Deine Rap-Identität ist wie ein Selfie von dir. Wie ein Selfie von dir. Such ich dich, Hurensohn. Und du
lässt so lange deine schützende Ironie walten, bis zu dem Punkt, an dem man das, wovor man sich distanziert, wahr wird. Das Zelebrieren der Verdrängnis ist von uns allen ein Teil. Doch ist es lang nicht mehr mal. Doch endlich ist es vorbei. Jung, du läufst unironisch mit der Skimaske rum, du Kasper. Wer macht dir auf Straße? Genau, du bist nicht Tank aus Raum, sondern Kaugummi-Clown. Achtung, die Bichenpolizei. Einmal bitte ihren Bichenführerschein. Sag mal, bist du doof? Ich hab mich beläppert. Wir saufen hier alles, Digga, Hauptsache es scheppert. Digga, du wärst wohl gern lässig. Du kleine Dryer, das fetzt dich. Stimm mir doch nochmal an Adler. Das ist dein Style, Digga. Meine Gegner hatten anscheinend ja vieles, was mich trifft. Aber dir fällt nichts mehr ein. Und dann schiebst du das auf mich. Aber gut, so ein Battle gegen Nico sorgt für Druck. Ey, was bring ich denn für Punches? Fuck it, oder Hook. Du dumme Sau, hast keine Punches. Und bist weak in die Gesprächsthemata. Ausspielt man halt Radio-Musik. Ja, ich rap immer gleich mit Lückentext. Das lässt du mal so stehen. Begründung drauf geschissen, du hast tausendmal erwähnt. Mimi, das ist verfecht, du Opfer, sei leise. Was bist du so verdeckt, zieh mal den Stock auf das Beispiel. Ich weiß, es ist gemein, aber du bist voll am Mars. Bitte schubse dich vom Berge runter und du nennst dich Start. Wie viel schubst das Ding auf 100 Kilometer? Ist der Klopf, ist Nitro wirklich unter dem Katheter? Wie schnell kommt der Teil back up auf 100 km/h? Sag mir, wirst du oft geblitzt oder bleibst du unter dem Radar? Ich habe so viele Fragen, ich meine, wechselst du die Reifen? Denn dein Profil wird für das Battle niemals reichen. Aber natürlich, Johnny, ich bin gar nicht mehr fett. Hast du das auf dem Lispel den Keck gesagt? Hey. Der ist sich dann noch nicht so einig und schreibt in der Zeit halt mal 10 Pass mit fetten Bars. Aber hätte ich doch die Zeit in den Charakter gesteckt, ja. Das wäre auch zu viel gewesen, hättest du deine Zeit mal in Text gesteckt, anstatt in irgendwelche Teenie-Serien. Dicker, ich kann gewisse Kritik nicht ab, ja. Echt? Das würde ich so nicht sagen mit einem Kamerateam, das zu Karen wird, wenn sich rechtfertigt bei kritischen Kommentaren. Yeah. Ich hab das Meme im Namen, habt ihr richtig erkannt? Ihr habt das Meme in Dandy schiefen Gesang. In der möchte gern Epik, Dramatik und weil ihr Idioten nicht denkt, dass der Quatsch wirklich puncht. Ich hab gegen einen Flex mal verloren und galt trotz dessen noch als Favorit. Ihr steht hier noch ohne Niederlage, doch man sagt, dass ihr das Viertel gar nicht verdient. Also wäre es ziemlich peinlich, wie verzweifelt die zwei jetzt tryhard, das find ich süß. Schuldiges Verhalten, bin ich richtig blöd, sagte Spargetat seine Milchkostüm. Das ist echte Arbeit, deine Eltern unpersönlich übers Handy. Mann, nach Geld zu fragen, finde ich echt blamabel. Aber passt doch schon so, ihr seid Pelz und Adel. Und nicht Wasser und Brot, du bist Coca kaufen, um da Mehl zu kriegen. Du bist Weinverkostung und nicht Koma saufen. In einem Bademantel durch die Wohnung laufen. Über echte Themen wie das Wetter reden. Über Mietendeckel, um den Kiez zu retten. Finanzieren lassen, für die Rap-Karriere nach Berlin zu ziehen. Endlich viel zu kriegen, Alter, was hast du bitte mit Straßen zu tun? Alles, was du davon mitkriegst, sind beschissen geschriebene Parts deiner Crew. Für solche Themen ist das TNM die falsche Plattform-Flow. Das beschreibt deine Runde eigentlich ganz schön gut. Krasser Dude, was du tust ist dumm. Guck dich an, so dumm, dass selbst ich da auch nicht einmal mehr ruhig bleiben kann. Oh, Johnny sitzt im Klaushaus und wirft so gerne mit Stein. Oh, wie nice, die Zeile hatte ich auch nur halt in geil. Du hast überlegt, komm halt echt nicht so rüber. Wenn man sich erwähnen muss, ja, dann text halt nicht drüber. Ich will nicht sagen, dass du boring bist, nur die Freundesbücher von deinen Homies hatten leider eine Seite zu wenig. Und wärst du dann nicht noch so scheiße dämlich, müsstest du dich deinem Freundeskreis nicht immer neu vorstellen. Imagine, ihr seid Pisa und macht ganz solide Hooks, aber mehr als nur Getude kommt da leider gar nicht rum. Imagine, das ist wirklich alles, was ihr könnt. Spiegelbild und sagt Hallo. Warte nicht mal zu dritt, sag mir, was ist denn der Grund gewesen? Ist Milad gestolpert und jetzt weiß auf 5 Sekunden reden? Wir im Achtel, jeder fragt sich, wer zum Fick ist das? Eure Namen auf dem T-Shirt, wer perfekte Camouflage? Bitte was, bitte was? Wen wollt ihr bitte hier versenken? Ich seh Kalkis Augenbrauen und merkt, der Pimmel bleibt so stecken. Dandy rettet Kalkül von einem anfahrenden Bus. Er fragt, wie kann ich dir danken? Er so, lass im TNM-Team. Schmeißt sich darauf vor einen anderen anfahrenden Bus. Dandy rettet ihn nochmal und meint dann, dachte auch, jetzt weiß ich's.